Mein Name ist Marion Ebner-Ebenauer und meine erste Liebe war der Wein. 6 Jahre später habe ich meinen Mann getroffen, Manfred. 2 Charaktere vereint in einem Wein. Und seit 2007 bewirtschaften wir gemeinsam das Weingut Ebner-Ebenauer im nordöstlichen Weinviertel. Mein Mann ist eigentlich kein Weinmacher, sondern ein Weinbegleiter. 2007 wusste man nicht so recht, worauf wir uns einlassen. Wir waren blutjung. Aber es war die beste Entscheidung unseres Lebens. Wir arbeiten einfach mit Wein und Essen. Leidenschaftlicher geht's nicht mehr. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Die Spannung in den Weinen und die Vitalität hat einfach viel frühere Erntezeitpunkte erfordert und seit der biologischen Umstellung, das hat es einfach mit sich gebracht. Seit 2016 haben wir unsere Stilistik richtig geschärft. Die kalkreichen Böden sind vor allem mit grüner Veltliner und Burgundersorten bepflanzt, oft 70 Jahre im Boden verwurzelt, unser größtes Potenzial. Am Ende des Tages machen wir Wein für uns. Gott sei Dank schmeckt es anderen auch.